aufmachen. Zumachen. Der raucht aus allen Ecken. Ja, die ist gut. Zufrieden? Ja. Eine napolitanische Pizza, gebacken nach den Vorgaben des Gremiums für napolitanische Pizza. Die habe ich aber nicht selber gebacken. Ich habe Saverio eingeladen, einen Kollegen, den ich in Neapel kennengelernt habe und der sich dort zum professionellen Pizzabäcker ausbilden lassen hat. Ich habe ihn nämlich zu mir eingeladen, weil ich wissen wollte, was man alles lernen kann, wenn man einem echten Pizzabäcker zuguckt. So, wir fangen als erstes mit dem Wasser an. Wir haben hier 1 Liter Wasser, was wir in eine Schüssel geben. Das Wasser darf nicht zu kalt sein, weil die Temperaturen draußen sehr kalt sind, also sehr niedrig sind. Ja. Kann ich dich was fragen? Ja, gerne. Früher immer als erstes Mehl genommen und auf das Mehl Wasser gegeben. Mhm. Warum soll ich das nicht machen? Theoretisch gesehen kannst du egal was machen. Das Wichtige ist einfach, dass wir das Salz nicht mit der Hefe vermischen. Weil Salz würde die Hefe angreifen. Es ist zwar bewiesen, es gibt eine Studie, dass 8 Minuten lang nichts passiert. Aber wenn wir jetzt Salz auf die Hefe mitgeben würden, dann würde die Hefe kaputt gehen. Deswegen lösen wir jetzt auch unser Salz im Wasser auf. Dann geben wir 3 Hände voll Mehl rein. Okay, welches Mehl ist das? Genau, wir haben ein 0-0er Mehl und zwar von Cinque Stagioni. Benutzen wir heute. Dann geben wir die Hefe mit dazu. Hier haben wir 3 Gramm Hefe, die wir jetzt mit reingeben. Also im Prinzip der erste Schritt 10% Mehl, dann die Hefe und dann nach und nach a pioggia, würde man auf Italienisch hier sagen. Wunderbar. Vermengen das auch ganz schön. Was hier jetzt wichtig ist, wir machen jetzt eine Bewegung, dass der Teig einfach luftig wird. Deswegen machen wir genau diesen Prozess. Wir nehmen den Teig von unten und dann eine Faust. Wann merkst du so, dass, okay, jetzt habe ich genug geknetet. Das hast du ja schon mal in einem anderen Video gesagt. Habe ich das echt gesagt? Die andere Sache ist aber, dass man beim Pastamachen nicht alleine ist, sondern dass der Teig mit dir anfängt zu kommunizieren. Dass der Teig mit dir spricht. Jo, ja. Das ist so. Ey, das ist wirklich so. Das merke ich, wenn meine Hände nicht mehr anfangen zu kleben so sehr. Deswegen, wir waschen uns im Prinzip die Hände mit dem Mehl. Ja, das heißt, wir nehmen Mehl dann runter, ja, und dann, wenn ich im Prinzip nicht mehr so viel klebriges Mehl an meinen Händen habe, weiß ich, okay, jetzt arbeiten wir weiter auf dem Tisch. Den Rest von unserem Mehl geben wir uns jetzt an unseren Tisch. Wenn wir merken, dass der Teig wieder feucht wird, geben wir immer ein bisschen Mehl dazu, deswegen immer Mehl an die Seite. Und wir machen diese Bewegung hier. Das bedeutet, wir tun nochmal Luft in den Teig im Prinzip pumpen. So, jetzt ist er wieder ein bisschen klebrig. Wir nehmen ein bisschen Mehl und machen weiter. So, unser Prozess darf nicht länger als 20 Minuten dauern. Das heißt, setzt euch eine Stoppuhr, 15 bis 20 Minuten ungefähr. Ja, je nachdem, wie ihr knetet. Wie gesagt, wenn ich merke, dass der Teig ein bisschen feucht wird, jetzt, der ist feucht. Genau, der ist feucht, der ist klebrig. Das bedeutet, wir brauchen mehr Mehl. Das ist ja gut, weil wir noch 4 Mehl haben. Genau. Das hast du auch da gelernt. Genau, also im Prinzip. Ja, ich habe ja ein bisschen Erfahrung mitgebracht und dort habe ich nochmal, sage ich mal, das Regelwerk so richtig beigebracht bekommen. Wir haben auch nach deren Art gearbeitet und ja, seitdem arbeite ich auch nur noch nach dem Regelwerk. Also ich sage mal so, das Regelwerk ist die Basis von allem, aber wie es auch bei den Köchen, also bei den besten Köchen der Welt ist, ja, die wissen auch, wie eine Bolognese geht, ja. Aber die beste Bolognese der Welt ist wahrscheinlich nicht die Originale. Und das ist genauso mit der Pizza. Im Prinzip wissen alle Pizzerien in Neapel, wie die original neapolitanische Pizza gemacht wird. Jedoch weichen natürlich viele ab und haben eine schöne Kugel. Lassen den Teig hier so circa 20 bis 30 Minuten ruhen. Schauen wir uns mal den Teig an. Der ist größer geworden. Der ist auf jeden Fall größer geworden. Und jetzt zeige ich euch auch, dass der von der Konsistenz her, also es ist Gluten sich gebildet hat. Wir machen jetzt Folgendes. Wir tun den ineinander falten nochmal. Das bedeutet, wir ziehen den Teig so, tun das auf die Platte, legen ihn ineinander und machen diese Bewegung hier. Dasselbe jetzt mit der anderen Seite. So, daran merken wir, wie elastisch der Teig auf einmal geworden ist.
Wichtig ist, den Teig jetzt unten ein wenig zu schließen, indem wir, wie gesagt, die Platte benutzen, diese Bewegung machen. So, jetzt sehen wir, wie schön weich der Teig ist und auch die Oberfläche sehr glatt ist. So, was wir jetzt machen, wir tun den Teig nochmal für circa 20 bis 30 Minuten so ruhen lassen, weil der ist jetzt ein bisschen gestresst, und dann werden wir Teigkugeln formen. Nach circa 30 Minuten schauen wir uns mal den Teig an. Der ist wunderschön, man sieht auch schöne Luftbläschen, das heißt, unser Teig ist schön luftig. Wir haben eine sehr schöne Konsistenz. Merkst du, was eine Konsistenz der Teig bekommen hat? Siehst du das? Das warum? Krank, warte mal ganz, also eigentlich muss man das doch wie so diesen Fenstertest jetzt machen können, ne? Sowas kenne ich gar nicht. Fenstertest. Das, was du meinst, ist, dass ich das so ziehe. Ja, aber guck mal. Du kannst das machen. Du siehst ja damit, wie das Gluten sich, guck mal, wie sich das gebildet hat. Das ist krank. Aber das brauchst du doch gar nicht, weil du siehst doch schon, du merkst ja schon, guck mal, fass mal den Teig an. Ja, das ist wie krank der ist. Ja? Der Teig ist schon krank. Du brauchst keinen Fenstertest zu machen. Ich sag dir auch warum. Viele konzentrieren sich zu sehr auf das, was im Internet gezeigt wird. Anstatt auf das Wesentliche, zum Beispiel wie, keine Ahnung, man muss unbedingt 24 Stunden machen, Teig oder sonst was, oder 48 Stunden, sonst wird der Teig nicht so und so. Darum geht's nicht. Es geht eher darum, um zu wissen, was du tust. Weil wenn du weißt, was da passiert im Prozess und so weiter, glaub mir, du verstehst es dann, warum du das so machst und so. Warum lässt du jetzt diese 8 Stunden ruhen? Warum nimmst du so viel Hefe? Ja, wann benutzt du den Kühlschrank? Wie macht man das in der Pizzeria? In der Pizzeria in der Regel zwei Pizzabäcker. Zeit. Genau, einer schneidet und einer macht direkt Teigkugeln. Schneidet. Das sind ungefähr dann wahrscheinlich 250 Gramm. Wahrscheinlich mehr, aber versuch. Okay, ich nehme mal das hier. 250, perfekt. Und dann, wie gesagt, ineinander falten. Wichtig ist, die Oberfläche bleibt immer die Oberfläche. Ja? Mit einer Hand tue ich den Teig zudrücken. Mit der anderen verschließe ich den, und das ist ganz wichtig. Unten muss der Teig geschlossen sein. Warum? Weil wir später, wenn wir die Pizza breit machen, sonst vielleicht ein Loch im Teig bekommen. Ja, deswegen ist es wichtig, dass wir unten den Teig schließen. Ja, wir helfen uns hier ein bisschen mit unserer Fläche. Genau, runden den unten ab. Und dann haben wir wunderschöne Teigkugeln. Was jetzt wichtig ist, damit der Teig nicht kleben bleibt, nehmen wir ein bisschen Mehl. Ja, und bestäuben so ein bisschen die Backform hier reinlegen. Ja, die Backform einmal schön abdecken mit Frischhaltefolie am besten. So, jetzt machen wir folgendes. Ein bisschen Semola hier drauf. Nicht zu viel, nicht zu wenig. So, ein bisschen Fiordilatte. So, wir haben jetzt kein Basilikum zur Hand, deswegen. Scheiße, soll ich das schnell gehen? Alles gut. Aufmachen. Machen. Ja, Leute, das ist die fertige Pizza, ne? Ja, die ist gut. Zufrieden? Ja, für dieses erste Ergebnis bin ich auf jeden Fall zufrieden. Dafür, dass wir einen kritischen Ofen haben, für den kritischen, wie man hier schon sieht, der raucht aus allen Ecken. Auch die schöne Struktur, die wir im Teig haben. Es ist trocken. Das ist ein wichtiger Indikator, dass die Pizza auch durch ist. Ja? Luftiger Rand. Ganz wichtig, genau, luftiger Rand, so wie es sein soll. Hätte der Ofen ein bisschen bessere Temperatur gehabt, wäre die Pizza noch besser gewesen. Ja, natürlich machen wir einen Geschmackstest, oder? Jo. Ja, lecker. Dankeschön. Ich hab zu danken. Oh, haben wir geschafft, oder? Das war ein anstrengender Tag.
Nach so einem Dreh will ich auch gar nicht eigentlich essen. So, ich habe nie Hunger danach. Obwohl ich nichts gegessen habe den ganzen Tag. Nächstes Mal, wenn man es besser organisiert, glauben wir, es wird tausendmal besser. Mal sehen, was du jetzt zusammenwirbelst.